Hallo zu diesem wunderschönen Sonntag. Es geht weiter mit Hobo Heinrich. Wir haben letztes Mal den hinkenden Heinz vorgefunden und sind hier schlafen gegangen. Und wenn ich mich recht erinnere, müssen wir uns im Wirtshaus umhören. Und ich habe schon wieder E statt X gedrückt zum Aufsteigen. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, lernen wir erstmal lesen. Weil da war ja auch noch was mit Blut an die Wand geschmiert in dem Haus vom hinkenden Heinz. Das möchte ich natürlich lesen können. Ja. Wird wahrscheinlich ein bisschen ein kürzerer Stream heute. Oder ich mache nach dem Abendessen weiter, das muss ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall kommt um 7 die Pizza. Also sie ist für 7 bestellt, ob sie da auch kommt, ist immer Glückssache. Wo zum Ja. Fick bin ich? Auf jeden Fall, entweder mache ich danach halt weiter nach dem Essen, bin er halt dann so lange erstmal AFK. Oder das war es halt für heute. Hängt ganz von meiner Lust und Laune ab. Wo zum Teufel bin ich? Ist es überhaupt noch Ja. Uschitze? Na, warte. Da hinten ist die Kirche. Ja. Stream ist instabil. Schönen Dank, Vodafone. Ich hoffe, es ist nicht allzu ruckelig. Das Vorschaubild ist noch ganz okay. Ich kann halt da jetzt nichts machen. Das ist halt hier immer die Scheiße, wenn irgendjemand in der Wohnung noch, keine Ahnung, Netflix schaut oder so ein Scheiß. Da meckert Vodafone dann immer sofort und drosselt mir die Leitung anscheinend. So, der Schreiber. Wo war der Schreiber? Der war doch auch hier irgendwo. Hier ist der Schreiber. Dann lernen wir mal lesen. Was habe ich denn noch, was ich ins Pferd legen kann? Ein Schild benutze ich. Das Leder kann ich mal ins Pferd legen. Fackel brauche ich. Das kann ins Pferd. Das esse ich gleich mal. Ich habe nur so Kleinzeugs-Scheiß. Muss ich schon Kleinvieh macht auch müssen. Das kommt alles ins Pferd mal. Den Würfel muss ich gleich wieder nehmen. Weil ich denke, den werden wir brauchen. Zerbrochener Pfeil kann man wegschmeißen. Und das wiegt alles nichts. Würfel, Würfel, da ist der Würfel. Na, immer noch zu schwer. Ja, das kommt halt vom Albtraum. Wenn die Werte dann immer niedriger sind. Servus, kannst du mir Lesen beibringen? Gott sei mit dir. Ich möchte gern lesen lernen. Du? Du siehst nicht gerade nach einem Geistlichen aus. Nun, warum nicht? Du lernst es schon. Bedenke, dass das nicht leicht wird. Es braucht Zeit und kostet und einige Groschen. Nun gut, Natürlich. Geld sollte ich ja ich will mittlerweile keine haben. Zeit verschwenden. Wir können beginnen. Je eher ich es meistere, desto besser. Also gut. Dafür musst du mich allerdings mit ein paar Groschen bezahlen. Und plane mehrere Tage dafür ein, damit das auch etwas wird, wo du es doch eilig hast. Ja, Hier sind 50 deine Groschen, Groschen. easy. Dann können wir gleich beginnen. Nein. Er brach zwar seinen Schwur, aber besser das, als sich hier nicht selbst treu zu sein. Möge er seinem Herzen folgen. Aufwachen, Junge. Wir sollten weitermachen. Also, dann diesmal ein Stück. Hier liegt ein Buch auf dem Tisch. Versuch etwas darin zu lesen. Ob ich das kann? Bestimmt. Es ist ein einfacher Text. Komm zu ein mir, wenn du es einfacher Text. Gearbeitet Okay. hast. Ah ja.
Ich finde das echt cool gemacht mit den ganzen Buchstabendrehern dann, wenn man noch nicht richtig lesen kann. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, weil ich kenne das eh schon. Und ja. Ich habe das Buch gelesen. Ich habe das Buch gelesen. Wunderbar. Sag mir, was darin steht. Mann und einer Gans, das einem Gier nichts bringt, denn er hat die Gans ja umgebracht am Ende. Dass Gier einem nichts einbringt. Großartig. Du bist einer meiner besten Schüler. Du hast die Bedeutung hinter den Buchstaben erkannt. Wie ich schon sagte, Bücher sind wertvoll. Und dasselbe sollte für die Worte darin gelten. Heißt das, ich kann jetzt lesen? Ja, du kennst die Grundlagen. Denke daran, Junge. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Um wahre Redekunst zu erlernen, solltest du noch viel mehr lesen. Kommen wir zur zweiten, schwierigeren Lektion. Viele Bücher sind auf Latein verfasst, der Sprache der Gelehrten und Geistlichen. Wenn du lesen lernen willst, führt kein Weg um diese Sprache herum. Auf dem Tisch liegt ein Buch. Lies es und komm dann zu mir. Du musst es nicht verstehen, aber die Buchstaben erkennen können. Ich habe gerade erst die Fabel von der Gans gelesen. Und nun soll ich Latein lernen? Du bist ein kluger Junge. Du schaffst das schon. Wir kommen im Gymnasium, 7. Klasse. So. Latein lernen. Woo. Ich hab's gehasst früher. Nullus est libre tam malus ut non aliqua parte prosit. Libri multi magistri sunt optimus orator est. Qui pauxi verbis pulrima dicit. Pulirma, keine Ahnung. Okay. Jo, hab's gelesen. Ich hatte 5 Jahre Latein und ich habe halt kein Wort verstanden. Ich habe den Text gelesen. Also gut, Junge. Was steht dort? Nullus est liber tam malus ut non aliqua prosit. Nullus est liber tam malus ut non aliqua parte prosit. Herr im Himmel! Und du hast vorher noch nie Unterricht gehabt? Unglaublich. Nun, es gibt nichts mehr, was ich dir beibringen kann. Du könntest dich umgehend weihen lassen, wenn du wolltest. Danke, Domine. Ich fühle mich schon weiser. Wunderbar. So. Wer ist denn als A markiert? Der Pfarrer. Okay. Dann reden wir mal mit dem Pfarrer. Wäre schön, wenn der Albtraum bald mal vorbei wäre. Dann könnte man nämlich laufen. Sehe, weißt du, wie man ein Schwert schwingt? Das hätte ich nie von einem Geistlichen erwartet. Mit einem Stock. Ich übe mit einem Stock. Nur eine Erinnerung an vergangene Tage, die mir hilft, in Form zu bleiben. Möge Gottes Segen mit dir sein, Pater. Ich untersuche auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper das Massaker in Neuhof, das wohl in Zusammenhang mit einem hier verübten Mord steht. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Scheint, als setze Herr Hanusch bei seinen Ermittlungen auf Jünglinge. Aber frag ruhig. Ich hoffe, diese widerwärtige Angelegenheit wird bald aufgeklärt. Kanntest du Heinz? Was war er für einer? Eine verlorene Seele. Ein einfacher, raubeiniger Kerl. Aber ich glaube, er war kein so schlechter Mensch. Hast du was Verdächtiges gesehen? Ist dir in letzter Zeit irgendetwas aufgefallen? In letzter Zeit gab es allerlei verdächtige Vorkommnisse. Es sind unruhige Zeiten und Menschen wie Heinz lassen sich nur allzu leicht in etwas hineinziehen. Das hilft mir nicht sonderlich weiter, Pater. Es tut mir leid. Was hat er denn getan, als Neuhof überfallen wurde? Weißt du, was Heinz an jenem Tag tat, als Neuhof überfallen wurde? Ja,
Aber so gern ich deine Untersuchung auch unterstützen würde, ich kann nicht. Was? Meine Schwüre verbieten es mir, darüber zu sprechen. Schwüre sind wichtiger, als gefährliche Mörder zu fassen? Die Gesetze Gottes stehen über denen der Menschen, mein Sohn. Das Beichtgeheimnis ist eines davon. Ja, das ist aber jetzt scheiße. Das kann nicht dein Ernst sein, Pater. Es muss doch Fälle geben, für die du eine Ausnahme machen kannst. Es gibt Dinge, die sind stets gültig, egal unter welchen Umständen. Und dies trifft hier zu. Du kannst ihm nicht mehr schaden. Heinz ist tot. Ihm kannst du nichts mehr sagen. Aber wenn du nichts sagst, schadest du damit womöglich anderen. Ich würde einen Eid brechen. Einen der Grundpfeiler der Heiligen Mutterkirche. Verdammt. Wenn die Leute glauben, dass auf die Heiligkeit der Beichte kein Verlass ist, wären die Folgen sogar noch schlimmer. Schlimmer als der Tod Unschuldiger? Schlimmer als Mörder, die ihrer gerechten Strafe entgehen? Niemand entgeht seiner gerechten Strafe. Ja, war leider jetzt meine einzige Spur. Pater, Heinz war meine einzige Spur zur Neuhofbande. Nur er hätte mir sagen können, wer das Blutbad angerichtet hat. Wenn ich die Täter nicht enttarne, könnte so etwas wieder passieren. Das würdest du doch nicht wollen. Nein. Aber ich darf das Beichtgeheimnis nicht verletzen. Ich mache dir einen Vorschlag. Gib mir etwas Zeit und ich überlege, wie ich dir helfen kann. Vielleicht besprechen wir das am Abend, in der Schenke, bei einem guten Becher Wein. Womöglich fällt uns etwas ein. Also schön. Danke, Pater. Mach's gut. Ach ja, auf die Saufgeschichten freue ich mich dann schon am Abend. Der gerade auf Tschechisch geschrien? Das war doch gerade nicht Deutsch, oder? Was ich da im rechten Ohr gehört habe. Ach, gehen wir da nicht mehr runter. Das dauert mir zu lange mit dem Überladen sein. Wir lesen mal unser Büchlein. Wenn wir noch Zeit haben, gehen wir eine Runde würfeln. Ein bisschen die Kasse aufbessern. Das habe ich jetzt natürlich ins Pferd gelegt, oder? Nee, da ist es. Bis 16:30 lesen wir. Also so lange am Stück lesen können die nicht. Bräuchte ich schon mindestens ein Päuschen irgendwo mal. Vor allem, er lernt ja, er liest und versteht. Jetzt haben wir hier Stärke Level 4. Das heißt, wir können uns den Packesel beibringen. Und fest im Griff können wir uns beibringen. Dann Hauptstufe. Haben wir hier irgendwas Cooles? Leben ist hart. Nee, Duft des Mannes. Nee. Nachtschwärmer. Nee. Aufgedreht. Wollen wir auch nicht. Wollen wir auch nicht. Das sparen wir erstmal noch ein bisschen. Der Pate ist sogar schon da. Egal, wir würfeln trotzdem eine Runde. Ich hab Bock auf Würfeln. Gott sei mit dir. Ich würde gern würfeln. Lust auf ein Spiel? Ja, 50 Groschen klingt gut. Wieso habe ich mich darauf eingelassen? Tja. Verliere wieder alles. Ja, tust du. Ich sehe da nämlich 4 Sechser. Das passiert nicht noch einmal. Oder? Wir haben auch hier schon einen Dreierpasch. Okay. Kann mich nicht beschweren bis jetzt. Jetzt wird's was. Oh, gib da ab schon. Das war's. Nee. Als ob er einfach weitermacht. Na gut, er hat erst 400 Punkte. Vorbei. Ah, okay.
eine 3. Sonst ist meine kleine Straße gehabt. Hier mal die 1. Du schreckst vor nichts zurück, was? Shit. Ist doch egal. Hätte sowieso nicht wirklich was gebracht. Nee, jetzt halt echt nicht. Scheiße, Alter! Was? Jetzt bitte verkack! Oh nein! Nein! Was? Ich hatte Glück, aber darum geht es ja auch. Nee, ich will mein Geld zurück. Hallo? Ich will mit dir reden, ich will nochmal spielen. Als ob, Mann, was war das denn? Heute ist mein Glückstag. Gib mir mein Geld zurück. Das kann ja nicht wahr sein. Sehr mutig, mich herauszufordern. Ich gewinne immer. Ja, aber du cheatest. Ewig oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber jetzt wird's was. Mal sehen. Bitte verkack. Ja! Alter, wichtig. Ja, 3 Einsen, nice. Nein, scheiße, das war eine 3 und keine 1. Na. Ah. Zumindest ist mein sauber. Also an deiner Stelle würde ich das Buch nicht herausfordern. Ja! 4! Ja! Nice! Das kann doch nicht ewig so gehen. Ich gebe ab, ich hab Schiss. Ach, hätte ich die 2-1 auch noch nehmen können. Scheiße, das habe ich nicht gesehen. Das war's. Aber jetzt wird's was. Als ob er weitermacht. Na, verkackt. Was ist mit den Würfeln los? Keine 2 für die Straße. Wieder keine 2 für die Straße. Ach komm schon, lass mich wieder würfeln. Jetzt habe ich eine 2, aber keine Straße. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Okay, geh mal ab. Wie, du haust jetzt gleich nochmal so eine Runde raus wie die letzten 2 im letzten Spiel. Mal sehen. Und gewinnst dann doch noch. Er hat auch einen gezinkten Würfel, ne? So einen ungerade Würfel. Heilige so einen ungerade Scheiße. Würfel. Jawoll. Richtig nass machen wir den gerade. Nee, ich habe keine 3. Oh. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Oh nein, ich werde 100 Punkte verlieren. Das ist aber schade. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Come on. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Come on. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Nee, das ist eine 4. Oh. Straße gehabt. Mal sehen. Toll. Du schreckst vor nichts zurück, was?
Scheiße. Das war's. Aber jetzt wird's was. Das ist eine 5. Fuck. Hier drüben, mein Bier bitte. Mal sehen. Ey, wie lange machst du denn noch weiter? Du bist. Okay. 3 Einsen. Hier. Aber ich brauche nur noch 300 Punkte. Das war's. Aber jetzt wird's was. Ah, easy. Jetzt haben wir gewonnen. So, noch eine 1 und fertig sind wir. Da ist die 1, wunderbar. Gib mir mein Geld zurück. Wieder verloren. So, und jetzt können wir das Geld gleich beim Pfarrer versaufen. Der noch gar nicht da ist. Warum ist er denn hier schon markiert? Dann warten wir mal. Ist er jetzt da? Jo, da ist er. Ah, nee. Wir können gar nicht essen. Doch. Uns mal hin. Was muss ich tun, damit ich was zu trinken kriege? Was bestellen? Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Aber vielleicht fällt uns etwas ein. Zuerst würde ich jedoch gerne etwas über dich erfahren. Mit wem habe ich die Ehre? Woher kommst du? Ich bin aus Scarlets. Hier ist es. Oh, tut mir leid. Was ist mit den Deinen? Sie sind tot. Tut mir leid, das zu hören. Hier, stoßen wir auf sie an. Es muss schrecklich gewesen sein. Es war schrecklich. So sinnlos. Wie unerwartet. Sie kamen einfach aus dem Nichts und begannen zu morden. Gott weiß wieso. Sie töteten alle, die nicht in die Burg fliehen konnten. Meine Eltern, mein Mädchen. Und sogar den Deutschen, der auf Sigismunds Seite war. Ich schaffte es nicht in die Burg. Ich wollte meinen Eltern helfen, aber ich konnte nichts tun. Dann floh ich nach Thalmberg mit den Kumanen auf den Fersen. Beinahe hätten sie mich erwischt, wie die Leute in den umliegenden Dörfern. Vor der Kirche in Rovna war ein Berg aus Leichen. Die Leute hatten dort Schutz gesucht, aber sie... Armes Kind. Möge Gott ihnen ewige Ruhe schenken. Und wie kamst du zu dieser Aufgabe? Ich hätte gedacht, Herr Hanusch würde diesen alten Griesgram Bernhard schicken. Hat er, aber ich fand heraus, dass die Spur nach Uschitze führt. Also schickte er mich, um ihr zu folgen. Aha. Nun, gratuliere. Schön zu sehen, dass jemand seinen Verstand der Folter vorzieht. Darauf sollten wir anstoßen. Am wichtigsten ist, was sich genau in Neuhof zutrug. Die Leute hier erzählen sich alle möglichen Schauergeschichten, aber ich nehme das nicht für bare Münze. In diesem Fall sind die Gerüchte nicht übertrieben, fürchte ich. Das Gestüt wurde von Banditen überfallen, aber sie waren nicht zum Plündern gekommen. Sie wollten bloß töten, verstümmelten die Pferde und schlachteten die Leute ab.
Die Banditen hätten weiter gewütet, aber sie stritten sich und brachen den Angriff ab. Und wenn man sich ansieht, was mit Heinz geschah, sind wohl immer noch Rechnungen offen. Dann haben die Leute diesmal wirklich nicht übertrieben. Nun denn, auf die armen Seelen, die auf so grausame Weise sterben mussten. Ich habe dir von mir erzählt. Jetzt bist du dran, Pater. Mit unserem Pfarrer hast du nicht gerade viel gemein. Du bist geschickt mit dem Schwert. Hier! Das hätte ich von einem Geistlichen nicht erwartet. Du weißt ja, wie man sagt. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Nur ist dieser etwas unergründlicher als andere. Nun, ich war nicht immer Pfarrer. Und das Schicksal führte mich an Orte, in denen man Dinge mit dem Schwert regelt. Heute jedoch soll mich die Übung mit dem Schwert bloß in Form halten. Wir hatten eine nette Unterhaltung, aber lass uns zur Sache kommen. Zum Beichtgeheimnis. Willst du wirklich, dass noch mehr Leute sterben? Heinrich, so läuft das nicht. Es gibt Dinge, bei denen kann man keine Ausnahme machen. Tut man es einmal, fühlt man sich auf ewig versucht, es wieder zu tun. Wenn die Leute nicht mehr an die Kirche glauben, weil ich das Beichtgeheimnis breche, vertrauen sie niemanden mehr. Und das wäre schlimmer als das grausamste Verbrechen. Ich verstehe, aber so komme ich nicht weiter. Die Halunken werden wieder zuschlagen und ich kann sie nicht aufhalten. Kopf hoch. Womöglich habe ich eine Lösung. Ach ja? Wenn ich dir sage, was Heinz mir anvertraute, breche ich das Beichtgeheimnis. Aber morgen früh habe ich vielleicht etwas anderes, das dir weiterhilft. Ehrenwort? Bei meiner Seele. Ich habe mich immer über die Dinge gewundert, die ihr Pfarrer predigt. Woher nimmst du die Ideen für deine Messen? Tja, Uschütze ist nicht Prag. Die Leute wollen mehr als nur belehrt werden. Man muss sie unterhalten. Würde ich nur aus der Bibel lesen, stünde ich bald alleine in der Kirche. Unser Pfarrer war nicht gerade ein Barde. Was predigst du deiner Herde? Es muss etwas Aktuelles sein. Zum Beispiel Laster kritisieren. Und sie natürlich im Detail beschreiben. Eine Standpauke über die beiden Päpste wird dieser Tage gern gehört. Und Geschichten aus dem Alltagsleben mit einer Moral sind auch beliebt. Besonders wenn es um Unzucht und ähnlich skandalöse Laster geht. Hast du dafür ein Beispiel? Nun, kürzlich begann ein Pfarrer namens Jan Hus in Prag auf Tschechisch zu predigen. Den Leuten gefällt das. Wie ich hörte, ist die Kirche stets gefüllt. Ein Wandergeselle erzählte mir von Hus' Predigten und es hörte sich gut an. Ich spiele mit dem Gedanken, es ihm gleich zu tun. Was ist daran denn so großartig? Er spricht über die Kirche und nimmt kein Blatt vor den Mund. Die bedauernswerten Reichtümer, in denen die Kirche schwelgt, wurden zu Gift. Und fast das ganze Christentum ist verseucht. Wie hungrige Raben ließen sie sich in diesem Land nieder, um alles Gold und Silber zu verschlingen. Sie kennen keine Gnade. Ihre Herzen sind vom Verlangen nach Reichtum verdorben. Schamlos machen sie alles zu Geld. Du willst ein Kind taufen? Zahle. Du willst rauben und morden? Zahle und dir wird vergeben. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Würde auch er in den Himmel auffahren? Für das Geld, das sie den Armen nehmen, erstehen sie edle Rösser und halten sich nutzlose Diener, von denen sie verhätschelt werden. Sie spielen und kleiden ihre Dirnen in teuren Pelz, während Jesus barfuß wandelte und nicht einmal einen Platz zum Ruhen hatte. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt. Denn Gott und seine Jünger sehen euch. Amen! Dieser Jan Hus scheint ein echter Rebell zu sein. Die Gemeinde wird es lieben. Ohne Zweifel. Lass uns darauf trinken. Der letzte Teil lässt mich schmunzeln. Was meinst du? Bei mir ist es ganz anders. Hus predigt gegen die Prälaten und Kleriker, die Armen bestehlen. Gott segne sie. Ich selbst habe nicht mal einen Eimer zum Scheißen. Ich bin nicht besser dran als meine Herde. Ich bin geeint mit ihnen in Armut und Leid und allem, was sie bekümmert. Ich trinke mit ihnen und verfluche diese nimmersatten Kuttenträger im Sasauer Kloster. Wo kann ich mehr über seine Lehren erfahren? Sie gefallen dir? Ich habe ein paar seiner Predigten abgeschrieben. Lies sie nur. Sie liegen im Pfarrhaus. Was hältst du von diesem Jan Hus? Hus ist gewiss weise. Für meinen Geschmack aber etwas übereifrig. Wenn er hierher zu Besuch käme, würde er bestimmt aufhören, das Saufen und den Beischlaf zu verteufeln. Wir reden schon ganz über das Saufen. Was halten die einfachen Leute davon? Sie mögen es. Es freut sie, dass jemand ausspricht, was sie sich nicht zu sagen trauen.
Dinge, die ihn sauer aufstoßen. Und sie rufen nach Veränderung. In einigen Jahren wird das eine große Sache. Die Leute werden sich erheben und die Kirche wird sich in ihren Grundfesten verändern. Wenn er nicht vorher auf dem Scheiterhaufen landet. Unsinn. Sie werden keinen Meister einer geachteten Universität Europas verbrennen. Oh, die Ironie. Findest du es nicht seltsam zu trinken und mit einer Frau zusammenzuleben, aber dann den Klerus wegen seiner Laster anzuprangern? Mitnichten. Ich nehme Bier. Danke für die Predigt, aber ich denke, ich bin jetzt geläutert genug. Es wird spät. Was hast du jetzt vor, Pater? Was hast du erwartet? Wir sind doch zum Trinken hier. Ah, das hört sich gut an. Ich wusste, du lässt mich nicht hängen. Legendäre Quests. Ich hab wieder Morgen lacht. Ohne Ustoi, schade, ich lacht. Da krajpa ludzie sej smutek, do mnie loi rano utek, niech im może zimaj sad. Do wczera żył ne staje prak, uż sej boi zwady muzi, ne chciał bych bejmie i kuzi. Na mnie to jedno, a tak si dawe jedno, a Boże ręce kupi jako w ostatni dzień. Burkę se bawi, panorana stawi, na tak mi pan sumi, a po serce mi sen, tak po serce sen, a ty pan jeden. Genug ist genug. Vogt, komm her, na los, setz dich und trink ein mit uns. Treibt es nicht zu weit, Pater. Es dämmert bereits und es ist schon längst Sperrstunde. Und was jetzt? Jetzt lasse ich euch alle auspeitschen und an den Schandstock stellen. Außerdem schreibe ich eine Beschwerde an den Bischof über euch, Pater. Na, dann haben wir ja nichts zu befürchten. Jeder hier weiß, dass der Einzige, der auch nur ein Wort schreiben kann, meine Wenigkeit ist. Es reicht. Männer, werft sie hier raus. Ihr seid also Streit aus. Heinrich, steh mir bei. Komplett Hacke. Na los, Vogt! Du dreckiger Hund! Daneben! Glaubst du etwa, dass ich Wilde walten lasse, weil ich einen Gang... Mirka! Au! Scheiße! Alter, Anna holt mir einfach in den Rücken, oder was? Alle auf mich? Stufe, meine Lieben. Passt auf, dass ihr euch nichts tut. Gut, wenn du bist ein Hornochse. Da sind wir. Was für eine Schönheit. Das können wir doch nicht machen, oder? Sag wer. Lass es läuten, Mädel. Das macht richtig Spaß. Blöder Esel.
jetzt, meine Lieben, beginnt der Höhepunkt dieses Abends. Gott, wenn du altes Fleisch. Ja, ne Twitch, ne Wegkugel. Der Pfarrer hat aufgesattelt. Was meinst du, Heinrich? Hast du auch Lust auf einen kleinen Ritt? Hund hält die Schnauze. Ich kann auch noch laufen, Alter. Ich sehe gar nichts. Also, ich muss schon sagen, das war ein herrlicher Abend. Du Esel. Aufstehen! Hörst du nicht? Wacht auf, ihr Saufköpfe! Oh, heilige Scheiße! Wer zum Henker bist du denn? Heinrich! Mein guter Freund Heinrich! Hatten wir nicht einen großartigen Abend? Ja, du ganz bestimmt, du alter Lustmolch. Aber jetzt reißt du dich besser schleunigst zusammen. Du hast nicht mehr viel Zeit. Auf dem Tisch stehen Wasser und etwas zu essen. Aber an deiner Stelle würde ich meinen haarigen Arsch bewegen, bevor mich meine Herde lebendig auffrisst. Oh, großer Gott, mein Schädel. Oh, und mein Magen. Oh, mein armer, leidender Magen. Oh, was hat das Weib da gefaselt? Bevor mich meine Herde lebendig auffrisst? Ich hab was verpasst. Ich hab irgendwas vergessen. Wo zum Teufel bin ich? Was zum Teufel war es? Die Messe! Oh, Scheiße, die blöde Messe! Ich muss die Messe halten. Du musst mir helfen. Wie? Du bist hier der Pfarrer. In diesem Zustand schaffe ich das nicht. Die Liturgie vielleicht. Aber die Predigt muss auch sein. Oh, das wird ein Desaster. Die exkommunizieren mich noch. Ich würde ja gerne helfen, aber... Genau. Du hältst die Predigt an meiner Stelle. Was? Also, zuerst untersuche ich einen Mord, den irgendwie niemand untersucht haben will. Dann bringe ich betrunken die ganze Stadt um ihren Schlaf. Und jetzt soll ich auch noch für dich deine verdammte Predigt halten? Willst du, dass sie uns beide verbrennen? Nein. Nein, ich hab's. Wir sagen, du bist Herrn Ratzigs Schützling und kommst gerade vom Studium aus Prag zurück. Du möchtest Meister Jan Hus Lehren verbreiten, den du kürzlich hast predigen hören. Heinrich, bitte. Soweit ich mich erinnere, haben wir es gestern etwas übertrieben. Und wenn sich der Vogt oder jemand anders über mich beschwert, dann reißt mir der Bischof den Kopf ab. Deshalb fände ich es sehr schön, wenn du aufhörst, mich doof anzuglotzen und anfängst zu helfen. Du bist verrückt. Absolut völlig verrückt. Bin ich nicht. Und es kann nichts schiefgehen. Das wird super. Und noch etwas. Wenn du mir hilfst, dann verrate ich dir, wer Heinz' Kumpanen sind. Das klingt doch nach einem fairen Deal. Plötzlich ist das Beichtgeheimnis also nicht mehr so heilig? Geh nicht zu weit. Eine zweite Chance gebe ich dir nicht. Also gut. Aber ich kann für nichts garantieren.
Ich auch nicht. Was genau soll ich also tun? Ich eröffne den Gottesdienst und stelle dich dann vor. Danach hältst du die Predigt, die du gestern in der Schenke gehört hast. Du musst sie nicht in die Länge ziehen. Wenn alles gut geht, erzähle ich dir, was ich weiß. Jesus Christus. Also gut, abgemacht. Wunderbar. Dann an die Arbeit. Stand hier nicht irgendwo Essen? Ich bin ein Fan von Essen. Kam laufen immer noch. Komplett schief. Ich dachte schon, er taucht nie auf. Der Saufkopf. Schau mal, kann kaum laufen nach seinen Kapriolen von gestern Nacht. Du warst doch dabei, du Blödmann. Warte nur ab. Schaut ihn euch an. Heilige Maria, er wird sich gleich übergeben. Dem Geschrei von euch Idioten habe ich heute Nacht kein Auge zutun können. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Occepit panem in sanctas ac venerabilis manus suas. Hoc facite in meam commemorationem. Brüder und Schwestern, einige von euch hatten bereits die Ehre, Heinrich von Skalitz kennenzulernen, der auf Geheiß von Herrn Hanusch herkam, um das abscheuliche Verbrechen von Neuhof zu untersuchen. Vermutlich wisst ihr nicht, dass Heinrich kürzlich Prag besuchte und dort durch Gottes Gnade einer Predigt des Jan Hus von der hochgeschätzten Prager Universität beiwohnen durfte. Es gelang mir, Heinrich zu überreden, sich heute hier an meinen Platz zu stellen und euch Hus' Lehren näher zu bringen. Denn, wie ihr sicherlich alle wisst, ist Jan Hus ein wirklich sehr beliebter Prediger in Prag. Also, Heinrich, du darfst beginnen. Jetzt bin ich gespannt. Gespannt, wer von beiden zuerst kotzt. Selbstbewusst, schlicht. Erstmal selbstbewusst. Brüder und Schwestern, lasst mich gleich zum Punkt kommen und über die Korruption der Kirche sprechen. Der Knabe ist eine Schande. Die Schöpfung hat zwar jedem Menschen die Macht verliehen, über die Welt zu herrschen, aber diese Macht gibt ihm nicht gleichzeitig das Recht dazu. Dieses Recht gehört Gott allein. Barschluss. Es ist die Korruption von Gottes Seelenhirten hier auf Erden, welche uns Unglück bescheret hat. Die Pest, Kumanen, Hunger und Chaos. Der verfluchte Wohlstand, in dem sich die Kirche labt, vergiftet beinahe das gesamte Christentum. Wenn Hunde um einen Knochen streiten, so nimm den Knochen und sie werden aufhören. Gleich wie Raben, die über dieses Land kamen, um jeden Krümel Gold und Silber aufzupicken. Sie zeigen keine Gnade, denn ihre Herzen sind von Habsucht verseucht. Alles tauschen sie ein, alles steht zum Verkauf. Ihr wollt ein Kind taufen? Zahlt. Ihr wollt rauben und morden? Zahlt. Und euch wird die Absolution erteilt. Und die Prälaten sündigen und erteilen sich selbst die Absolution. Schande. Schande über sie.
Zu gern predigen die fressgierigen Prälaten und Mönche gegen die Sünde. Aber was wissen Sie schon über uns, das gemeine Volk? Erinnern wir uns an die Hochzeit zu Kana, bei der unser Herr Jesus Christus mit den anderen speiste und trank. Und als der Wein zur Neige ging, wirkte er ein Wunder und erschuf mehr. Er, dessen Begleiter arme Reisende, einfaches Volk, Liebesdamen und Unruhestifter waren, vollbrachte ein Wunder, damit das Fest weitergehen konnte. Also das ist mal eine gute Predigt. Nein, Brüder und Schwestern, Jesus verteufelte den Alkohol nicht. Trinke, um das Kreuz zu erleichtern, das du trägst in diesem Tal der Tränen. Doch tue es so, dass du den heiligen Sabbat nicht verletzt. Denn es soll Maß geben in allen Dingen. Und nicht das Trinken an sich ist frevelhaft, sondern Maßlosigkeit und ungezügeltes Frönen. Recht hat er! Gemäßigt. Genug von den Sünden, von denen die Prälaten so gerne predigen und deren Absolution sie euch versprechen, wenn ihr der Kirche nur genug in den Rachen werft. Seht sie euch an, diese Heuchler. Sie saufen und kaufen teure Juwelen. Sie, die Diener Gottes. Und das ist nicht recht, denn Christus predigte Armut. Nur Armut und Besonnenheit sind wahre Tugenden. Und ich dachte, es wird spannend. Gott sieht, was sich auf Erden zuträgt. Und er ist erfüllt von rechtschaffenem Zorn. Da jene, welche nach der Erlösung der Seele streben sollen, stattdessen den Mammon verehren und lohnende Ämter an sich reißen. Gesegnet seien die Hirten, die die Armut ihrer Herde teilen, die eins sind mit euch und die mit euch die Bürde dieser weltlichen Pilgerschaft teilen, ohne eure lässlichen Sünden zu verurteilen. Ja, Ehre sei Godwin. Lasst ihn saufen wie unser eins. Das ist alles, was ich in Prag hörte. Amen. Das war doch ganz okay. Er hat gut gesprochen, wenn man mal bedenkt, was für ein Säufer er ist. Er hat recht, dieser Hus. Der junge Mann sollte nicht so viel saufen, aber reden. Das kann er auch nicht gut. Ich bin froh, dass er herkam. Ich werde wohl nie nach Prag kommen und er hat es gut nacherzählt. Alle Achtung, du hast wirklich Talent, mein Junge. Das muss ich dir lassen. Und du hast mir den Arsch gerettet. Ich hätte es nicht geschafft. Ja, das habe ich bemerkt. Und da war ich nicht der Einzige. Ach, was soll's. Ich bekomme das schon wieder hin. Also, unsere Abmachung. Obwohl es eine Sünde ist. Genauso wie Völlerei. Und Unzucht auch. Gott vergibt den Büßern. Gut. Was hat dir Heinz alles erzählt? War er an jenem Tag in Neuhof? Mit wem war er dort und wo ist der Rest seiner Bande? Ganz ruhig. Allzu viel hat er mir leider nicht erzählt. Lass mich nicht hängen nach allem, was ich getan habe. Für dich. Nun, Heinz kam zu mir, kurz nachdem es passiert war. Sein Gewissen plagte ihn. Und ich muss sagen, letzten Endes erschien er mir redlicher, als ich erst dachte. Er sagte, sie wurden über einen ihrer Kumpanen angeheuert. Sie dachten, sie würden bloß ein paar Pferde stehlen. Doch dann wurde alles hässlich und Menschen wurden umgebracht. Weder er noch seine Freunde wollten so etwas Grausiges tun. Sie stritten sich mit dem Rest der Gruppe und flüchteten. Sie stritten? Ja, in den Wäldern bei Neuhof wurde eine Leiche gefunden. Ah, das würde einiges erklären. Heinz versicherte mir ständig, dass er kein Mörder sei und das alles doch gar nicht wollte. Also dann tötete Heinz einen der Banditen und ist nun selbst tot. Problem dabei, ich muss diejenigen finden, die noch am Leben sind. Ich brauche Namen und Orte. Hat er mal was von den anderen erwähnt? Nur die Spitznamen. Er erwähnte einen Kerl namens Stinker aus Ledetschko, Pius und Timmy. Was, Pius? Klingt wie ein Heiliger, davon habe ich jetzt wirklich genug. Wieso das denn? Du wärst ein sehr guter Pfarrer. Wie auch immer, mit deinen Fähigkeiten wird es dir sicher gelingen, diesen Stinker aus Ledetschko aufzuspüren. Ich habe wohl keine Wahl, andere Hinweise gibt's nicht. Hoffentlich wurde er nicht auch an eine Wand genagelt. Hoffentlich. Ich riskiere einen Kirchenbann nur ungern für nichts. Nun denn, viel Glück und pass auf dich auf. Diese Leute meinen es offenbar ernst. Und ich würde wirklich gerne mal wieder einen mit dir heben. Ja, ich versuch's. Obwohl ich mir sicher bin, dass ich noch so eine Nacht nicht überleben würde.
Und falls jemand fragen sollte, von mir weißt du nichts. Ich werde alles abstreiten. Daran habe ich keinen Zweifel. Wunderbar. Jetzt ziehen wir uns mal an. Die gibt 2, 3, 5 und die gibt... Okay. Das ist schlechter. Dat. Ich hätte doch ein Repair-Kit hier, aber nur für Rüstung. Das andere ist alles schon wieder zu beschädigt. Ja, scheiße. Immer I. Ledetschko. Kommen wir denn da am besten hin? Über Thalmberg, hä? Im Schreiber die Straße Nacht. Raus. Halt dich von den Leuten fern, wenn du nicht reichst. Steh hier! Tor. Arschloch. Ja. Rennt gegen mein Pferd und ich bin schuld, oder was? Wollte ich erstmal nach Reptai. Bisschen Ausrüstung reparieren und alles. Ja, aber der kürzeste Weg nach Reptai scheint auch durch. Oder? Nee. Kürzeste Weg durch zu Reptai ist durch den Neuhof. Ja. Dann halt. Sachen reparieren, vielleicht dann ordentlichen Streitkolben kaufen, den Kater auskurieren. Falscher Weg. Jo. Ja. Ja. Das sollte der richtige sein. Mal nochmal. Ja, einfach jetzt hier drauf bleiben, ne? Jo. Ja! Gott, ist das weit. Wir werden nie schnell reisen dürfen im Hardcore. Alles reiten. Ja.
Okay, ist Bernhard noch hier gestört eigentlich? Dann können wir ihm Bescheid geben. Ah, das gleiche Straße, ja. Das gestört. Ja, ja, Pferdchen. Beruhig dich. Ja. Das kriege ich ja gleich wieder Ärger, weil ich nicht jeden Scheiß ihm gesagt habe. Boah, Hund. Okay, Bernhard ist nicht da. Das ratzt sich noch. Da. Nope, nicht. Oh, dann. X und nicht E. Merkst du endlich? Mein Gott. Die Pferde sind doch noch alle da. Mal, wie viel Geld wir beim Verkaufen zusammenkriegen. Je nachdem reparieren wir dann auch noch Sachen. Aber einen schönen Streitkolben will ich auf jeden Fall. So, endlich da. Lange hat's gedauert. Als ob schon wieder ein Turnier ist. Ja, man kann ja nicht aus der Satteltasche verkaufen, ne? Da muss ich alles rausnehmen. Oh. Das kann man fallen lassen, das kann man fallen lassen. Den kann man noch verscherbeln und die kann man noch verscherbeln. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Wie viel bringen mir denn meine Schuhe? 331. Und die edlen Schuhe? Auch 331. Okay, das sind eins und eins dieselben, oder? 569. 569.
Verkaufen, verkaufen. Ich keine Hose an? Ich habe keine Hose an. Behalt dir einfach mal die roten Beinlinge. Was hast du denn Schönes zum Kaufen? Brigantine ist mir gestern nicht eingefallen, das Wort. Ich kaufe von ihm, glaube ich, einfach mal gar nichts. Dann feilschen wir mal ein bisschen. Reden wir über den Preis. Klar, warum nicht? Sind wir uns einig? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast einschlagen. Fast. Weil du es bist. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Sind wir uns einig? Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. Dann halt 680. Na gut, einverstanden. Die Waffen verscherbeln. Mehl, Eier, Salz, Hefe. Knetet alles zu einem Teig. Hund, hau ab. Brot und die ganze Familie mein wird Gott, satt. Der Köter. Gott sei mit dir. Axt kann weg. Das war nicht so viel wie gedacht. Sieben Stärke. Vier Stärke habe ich. Kaufen wir den mal. Falschen. Besprechen wir den Preis. Selbstverständlich. Einverstanden? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Wie wär's damit? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Ja, bei dem Betrag kommen easy wir zusammen. Jetzt haben wir eine schönere Waffe. Den wollen wir nicht verkaufen. Die ganzen Bögen, stimmt, die kann man ja bei ihm gar nicht verkaufen. Müssen wir ja. Wie viel brauche ich für den Carpon? 5,5. Kann ich auch bald benutzen. Gut, dann. Bei dir kann ich nur Waffen reparieren lassen, ne? Alles Gute. Reden wir über den Preis. Klar, warum nicht? Das genug? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Ja, ja. 36. Ist das genug? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Ich habe 37. Ja, das sollte passen. Easy. Oder noch zum Rüstschmied wieder. Ofenwarmes Brot und dazu etwas frische Milch. Gurken, saftige Gurken, Spargel und Pflaumen. Du musst mir auch noch ein bisschen was reparieren. Gott behüt dich. So, den hier und das hier. Boah, Alter, teuer. Besprechen wir den Preis. Ja. Zufrieden? Du bist ein Knauser. Bin ich halt ein Knauser. Weil du es bist. Das ist zu wenig.
Ja, kaum. Na gut, einverstanden. Da müssen wir noch zum Schneider. Die Hose kann ich auch mal anziehen, bevor ich die aus Versehen verscherbe. Weil unser Gambeson ja auch komplett im Arsch ist. Guten Tag. Alles. Reden wir über den Preis. Klar, warum nicht? Ist das genug? Das ist zu wenig. Weil du es bist. Nun, etwas mehr und der Handel steht. Ja, komm. Da schlage ich zu. Dann ich kaufe auch gleich nochmal hier ein Set, ein Schneiderset. Ich kaufe alle drei und dann kaufe ich noch Rüstsets auch. Selbstverständlich. Damit wir das ein bisschen leveln können. Weil es dann einiges billiger ist, als ständig reparieren lassen. Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Einverstanden? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Weil du es bist. Das ist zu wenig. Dann halt nicht. Mit der Summe kann ich leben. Da bin ich wieder. Wo sind die Rüstsets? Da. Uff, die sind ja um einiges teurer. Hier nur zwei Leisten. Lässt sich was am Preis machen? Klar, warum nicht? Einverstanden? Mehr. Mehr. Ist das genug? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Wir sind hier fertig. Ach komm, fix dich. Ich habe nicht mein letztes Gebot gekriegt unten. Gott behüte dich. Besprechen wir den Preis. Klar, warum nicht? Was sagst du dazu? Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. Weil du es bist. Nun, etwas mehr und der Handel steht. Mein letztes Angebot. Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Ja, gut, die 5 Groschen. Da schlag ich zu. So. Dann können wir noch zum Jäger die Bögen verkaufen, die wir nicht brauchen. Mit Brot allein kann man nicht leben, aber. Verkaufen. Vergleich mal erstmal noch kurz die Bögen. 5, 54 Kraft. Okay, der ist kacke. Okay, dann kann ich eigentlich den easy verkaufen. Behalte ich erstmal noch. Weil den kann ich ja gleich benutzen. Ne? Warte, was habe ich denn für Werte? Ich habe 4,3. Das ist ja genau das, was ich brauche für den. Das heißt, ich verkaufe alle. Bis auf. Also die drei. Die zwei verkaufe ich. Rustikalen Eiben und rustikalen Eschen. Ja. Gut.
Guten Tag. Wie kann ich helfen? Hab dich wohl. Nein. Was kann ich denn bei dir noch verkaufen? Was ich mir eigentlich los? Ah ja, das Leder. Sonst brauche ich aber alles. Der Knüppel kann auch weg, der Kelch kann auch weg. Speisen ist sehr gut, das habe ich noch nicht fertig gelesen. Lässt sich was am Preis machen? Selbstverständlich. Sind wir uns einig? Damit wirst du mich nicht überzeugen. Na schön. Und jetzt? Wir kommen der Sache näher. Nur noch ein bisschen weniger. Na gut, einverstanden. Wunderbar. Dann geben wir noch Herrn Bernhard Bescheid. Ja. Wenn er denn überhaupt Bescheid hören will. Dass ich wirklich noch gehängt werde von den Vollidioten. Dann Herrn Ratzig könnte ich noch Bescheid sagen und dann geht's auch nach Ledenschko. Wahrscheinlich, ne? Pass doch auf! Pass du doch auf! Hä? Ist er hier? Okay, darf ich nicht rein. Was treibst du hier? Nix! Verzieh dich oder ich geb dir Saures! Dann geht's doch gleich nach Ledetschko. Kenne ich mittlerweile aus, wenn ihn nach Literature so oft durchgeritten in den anderen Playthroughs. Aber auch immer ich da ständig durch bin. Aber man muss später noch recht oft zwischen Sasa und Ratai hin und her. Das gibt ja auch einen Weg dazwischen, oder? Tollkirschen hier auch. Stimmt, Ritterschnäpse müsste ich auch mal brauen. Das kann ich ja lesen.
So. Ich suche nach einem Kerl namens Stinker. Kennst du ihn? Stinker? Du meinst Hinek, den Sohn des Gerbers? Möglich. Weißt du, wo ich ihn finden könnte? Gewöhnlich hält er sich nicht hier auf. Versuch's bei ihm zu Hause. Doch sei gewarnt. Der alte Gerber ist keiner von der umgänglichen Sorte. Du kennst diesen Hinek also. Kannst du mir etwas über ihn erzählen? Ehrlich gesagt nicht viel. Die meisten aus dem Dorf meiden ihn wie die Pest. Wieso das? Niemand, der eine Nase hat, verbringt gern Zeit mit Gerbern. Außerdem umgibt sich Stinker mit allerlei Gewürm. Hab noch nie was Gutes über ihn gehört. Was kannst du mir über den alten Gerber sagen? Er ist so kratzbürstig wie eine tollwütige Katze. Redet mit niemandem. Warum wird Hinek eigentlich Stinker genannt? Nun, er ist ein Gerber. Wenn du je in seinem Windschatten stehst, wirst du schon merken. Gerben ist nichts für schwache Mägen. Wahre Worte. Doch nicht jeder Gerber wird mit solch einem Spitznamen beehrt. Nun, Hineks Art ist nicht viel besser als sein Geruch. Weshalb ist er so in Verruf? Tja, wie sein alter Herr ist er nicht sonderlich redselig. Und dann treibt er sich auch noch dauernd irgendwo rum. Soll in Ratei wegen Diebstahls am Pranger gestanden haben. Und in Neuhof soll er sich mit seinen Kumpanen um den Verstand gesoffen und ein paar Händler verdroschen haben. Klingt nach mehr als bloßem Übermut. Ja, wir sind ehrliche Leute und einen wie den können wir hier nicht gebrauchen. Erzähl mir nicht, dass es keinen gibt, der mit ihm redet. Er wurde mit einem Frauenzimmer aus dem Badehaus gesehen. Ich glaube, sie heißt Adela. Okay. Gut. Ein Bier bitte. Da. Ich krieg Hunger. Ich hab doch bestimmt. Ja, hier habe ich doch noch. Lecker. Dann red mal doch mal hier mit der Zuber dir, ne? Sei gegrüßt. Was benötigst du? Mach's gut. Muss ich jetzt wirklich suchen? Was ist das? Guten Tag. Angeblich triffst du dich mit Hinek, dem Sohn des Gerbers. Und wenn schon? Bist hier, um mich zu bekehren, was? Weil ich ein loses Weib bin, das respektable Männer verführt? Ich will dich nur etwas fragen. Was du mit deinem Leben anfängst, ist deine Sache. Das freut mich. Manche haben für die Art, wie ich mein Geld verdiene, nichts übrig. Kann ich mir vorstellen. Und was ist mit dir? Du wirkst ein wenig verhärmt. Ein Bad mit etwas Gesellschaft könnte dir gut tun. Womöglich später, meine Teure. Erstmal muss ich dir ein paar Fragen stellen. Nur zu. Wo kann ich Hinek finden? Was ist das? Ich habe ihn seit einigen Tagen nicht mehr gesehen. Er muss sich wieder in den Wald davon gemacht haben. Kommt das öfter vor? Gelegentlich. Was zum Teufel führt er dort im Schilde? Ich weiß nicht. Bin ein Freund. Klingt, als würde... Freund würde mir niemand abkaufen. Er hat keine Freunde. Er geht gelegentlich in den Wald? Da ist doch was faul. Was meinst du? Dagegen gibt es doch kein Gesetz, oder? Mit all diesen Strauchdieben, Kumanen und weiß Gott welchem Abschaum in der Gegend ist das nichts, was ein redlicher Mann tun würde. Aber Hinek hat auf keinen Fall etwas mit diesen Leuten am Hut. Ach wirklich? Was treibt er dann dort? Ich gehe nicht davon aus, dass er Pilze sammelt. Ich weiß wirklich nicht, was du von mir willst. Dann ist Hinek eben seltsam und geht manchmal in den Wald. Na und? Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Vor ein paar Tagen. Er kam spät am Abend zu mir. Besoffen. War das ungewöhnlich?
Ich habe ihn nie viel trinken sehen. Er kam immer nüchtern zu mir. Also benahm er sich an diesem Abend eigenartig? Ja. Ich hatte das Gefühl, dass er sich vor etwas fürchtet. Er hörte nicht auf zu schwatzen und hatte keine Lust auf... Naja, du weißt schon. Also warf ich ihn raus. Seitdem habe ich ihn nicht zu Gesicht bekommen. Erinnerst du dich daran, was er an jenem Abend sagte? Oh, das weiß ich nicht. Er redete von einem Kerl namens Lubosch, der gestorben war. Und er bedauerte, dass er mitgemacht hat. Sagte aber nicht, worum es ging. Und dass es das Geld nicht wert gewesen ist. Genau. Und dann redete er von dem Geld. Das war sehr merkwürdig. Was hat er über das Geld gesagt? Nur, dass er einen Haufen hinterm Haus versteckt hat. Aha. Was hast du dazu gesagt? Was sollte ich sagen? Er war besoffen. Er faselte, dass ich eine feine Magd wäre und andere Dirnen nicht mal für Geld mit ihm gehen würden. Und wenn ich wollte, könnte ich sogar die Hälfte nehmen und gehen. Oder er würde mit mir kommen und wir könnten heiraten und so. Nichts als Unsinn. Hast du dort nachgesehen? Nein. Ich habe Besseres zu tun. Bestimmt hat er sich das nur ausgedacht. Wie würde ein Tagedieb wie er schon zu Geld kommen? Ja, ich verstehe. Hat er dir gesagt, wo genau er es versteckt hat? Er sagte, er habe es bei der westlichen Ecke der Häuslerei seines Vaters vergraben. Gut, hab Dank. Ist das wahr? Was ist hier los? Was? Dass andere Dirne nicht mal für Geld mit ihm gehen? Die anderen Zubermärkte sind bieder, also weiß ich es nicht. Ehrlich gesagt tat er mir leid. Die Leute mögen ihn nicht und das nur, weil sein alter Herr ein Griesgram und Gerber ist. Also tat er dir bloß leid? Wir sind beide sowas wie die schwarzen Schafe hier. Mehr ist da nicht zwischen euch? Nein, mehr nicht. Vielleicht denkt Hinek anders. Aber so ist es eben. Ja, gut. Dann gucken wir mal weiter. Was bist du denn da? Ja, wir müssen irgendwie eine Schaufel auftreiben, um nach dem Geld zu buddeln. Schmied hat auch bestimmt eins zum Verkaufen, oder? Vogt. Oh. Guten Tag, wie kann ich helfen? Ach, alles gut. Weiß auch nichts über Stinker. Ein Vogt geht das auch am Arsch vorbei. Das werden die Leute nicht klauen. Irgendwo eine Schaufel, das ist ja der Gerber, ne? Graben. Ja, keine Schaufel. Dann schauen wir halt schon zum Schmied. Battery critical. Ja, battery critical. Schmied war ja auch irgendwo hier. War nicht so denn das der Schmied? Ja. Gott sei mit dir. Lass uns handeln. Schaufel. 15. Sprechen wir den Preis. Klar, warum nicht? Weil du es bist. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Was sagst du dazu? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Da schlage ich zu. Na gut. So, buddeln wir mal das Geld aus.
keiner gesehen, Gott sei Dank. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich suche deinen Sohn. Irgendeine Idee, wo er stecken könnte? Ich weiß überhaupt nichts. Weißt du wenigstens, wohin er für gewöhnlich geht? Es ist wichtig. Enik lässt sich alle Jubeljahre mal zu Hause blicken. Also weiß ich nicht, wo er sich rumtreibt. Und selbst wenn ich's wüsste, warum sollte ich's jedem Hinz und Kunz erzählen? Hüte deine Zunge, Bauer. Ich bin ein Gesandter des Herrn Ratzig Kobilla. Schluss mit deinen Ausflüchten. Du sagst mir jetzt auf der Stelle, wo dein Sohn ist. Entschuldige, falls ich dich beleidigt habe, junger Herr. Aber ich weiß trotzdem nicht, wo er steckt. Tauchte vor einer Weile beim Haus auf und verschwand kurz darauf fluchtartig. Und du weißt nicht, wohin er gegangen ist? Ach. Was? Na, pass auf, mir ist klar, dass der Bursche eines Tages am Galgen endet. Aber ich bin noch immer sein Vater. Du kannst nicht verlangen, dass ich meinen eigenen Sohn verpfeife. Wenn dir sein Leben lieb ist, bete lieber, dass ich ihn finde. Denn ich bin nicht der Einzige, der nach ihm sucht. Das kommt wenig überraschend. Und wenn schon. Wenn dich Herr Ratzig schickt, gibt's nur eins, das Hinnik erwartet. Der Galgen. So muss es nicht enden. Wenn Hinnik kooperiert, kann er seinen Hals retten. Also beruhigt hast du mich nicht, aber zur Hölle damit. Ich sag dir, was ich weiß. Also gut. Er war vor ein paar Tagen hier, ist aber sofort wieder weg. Sah aus, als ob er es eilig gehabt hat. Und du weißt nicht, wohin er gegangen ist? Ich hab eine Vermutung. Aber ich weiß nicht, wohin genau. Ich verstehe nicht. Enik verdient mit der Wilderei was nebenher. Er hat ein paar Mal vor mir geprahlt, was für ein tolles Versteck er in den Wäldern entdeckt hat. Aber er hat mir nie verraten, wo es ist. Nun, das ist zwar nicht viel, aber besser als nichts. Danke. Hast du denn keine Vermutung, wo sich dieses Versteck befinden könnte? Ich weiß wirklich rein gar nichts drüber. Wusste nur, wann er von dort gekommen ist, mehr nicht. Wie das? Weil er immer ein paar Fälle zum Gerben und Münzen mitgebracht hat. Ja. Er hatte Geld, weil er das Zeug sofort weiterverkauft hat? Schätze, ja. Hat nie was von der Beute hier gelassen. Weißt du, wem er sie verkauft hat? Nein, aber der Schankwirt kam ab und an vorbei und gab ihm Geld. Natürlich hätte es für Fleisch sein können. Gut. Ich frage beim Gasthaus nach. Was weißt du noch? Nichts. Ich schwör's bei Gott, mehr weiß ich nicht. Hinnik hat mir nie was gesagt. Ich weiß, er hat mit dir nie darüber geredet. Aber dir muss doch etwas aufgefallen sein. Wie lang war er fort? Welche Kleidung trug er? Wie sah er aus, wenn er zurückkam? Irgendwas. Nun ja, er kam und ging zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich weiß wirklich nicht. Außer vielleicht, wenn er heimkam, war er von Dornbüschen zerkratzt und hatte Blätter und Matsch an sich kleben. Also ging er womöglich durch dichtes Unterholz, um diesen Ort zu erreichen. Schätze, ja. Was weiß ich schon. Geh. Und wenn der wirklich tief in der Scheiße steckt. Bitte. So, dann fragen wir halt im Wirtshaus nochmal. Gleich den Wirt. Ist es eigentlich? 16 Uhr. Was verstehst du nicht? Wieso müssen wir nach so einem stinkenden Gerber suchen? Können wir ihn nicht einfach in Ruhe lassen? Sei kein Holzkopf. Natürlich nicht. Beste Grüße. Ich möchte mich wegen Hinnik erkundigen, dem Gerbersohn. Dann frag woanders. Ich habe nichts mit Stinker zu schaffen. Er würde mir nur die Gäste vergraulen. Ach, da habe ich was anderes gehört. Nämlich, dass ihr beide Geschäfte macht. Wer bist du überhaupt? Ein Freund von Hinnik. Er ist verschwunden und ich muss ihn finden. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber wenn du den Bastard findest, dann sag ihm, dass er mir noch Waren schuldet. Genau deswegen müssen wir ihn zu fassen kriegen, damit niemand dasselbe probiert. Mir ist scheißegal, welche Geschäfte ihr beide getätigt habt. Ich werde keinem davon erzählen. Ich will nur wissen, wo sich Stinker aufhält. Was haben unsere Geschäfte damit zu tun, wohin er verschwunden ist? Mehr als du denkst. Wahrscheinlich hält sich Stinker in seinem Wilderer-Versteck auf. Und glaub mir, es war ein leichtes herauszufinden, wer wild von ihm kaufte.
Und es wäre sogar noch leichter, das zu melden. Wildern ist ein Verbrechen. Ich mag es nicht, wenn man mir droht. Und ich sag es zum letzten Mal. Ich weiß nicht, wo er steckt. Die Waren, die Stinker dir schuldet. Was ist damit? Was, wenn ich seine Schulden begleiche? Würdest du mir dann sagen, was ich wissen will? Ich gebe doch kein Geld aus. Ich schätze, das wäre in Ordnung. Wie viel ist es? Bevor er verschwand, habe ich ihm 5 Hasen im Voraus bezahlt. Dann gehen wir halt Hasen jagen. Wenn ich sie dir bringe, dann wirst du mir sagen, was ich wissen will. Abgemacht. Mach's gut. Dann gehen wir halt wildern. Yay. Ja. 5 Hasen müssen wir töten. Oben im Wald finden wir doch bestimmt welche. Kräutervettel. Ich hab einen Bogen ausgerüstet gerade. Nö. Gib mir den mal. Die Hasen. Das war nicht getroffen. Das habe ich nicht mehr gesehen. Den zweiten Pfeil hätte ich mir sparen können. Ach, der war doch tatsächlich getroffen. Nice. So schwer zu sehen immer. Ich wäre eh so ein Blindfisch. Waldgarten. Was Cooles drin? Nö. Eine Kiste. Schwer. Und ich habe nach wie vor keine Dietriche. Hol!
wunderbar. Den zweiten. Was kann ich denn eigentlich hier? Ich habe hier Jagd. Nicht skillen. Trophäenjäger. Da ist meine Pizza. Bin sofort wieder da. Mic off. Mic on. So Leute, die Pizza ist da. Das heißt, der Stream geht aus. Vielleicht bin ich nochmal später kurz online, wenn ich fertig gegessen habe. Aber jetzt erstmal einfach AFK gehen jetzt für eine halbe Stunde. Das ist zu viel verlangt. Das dauert mir zu ewig. Das ist irgendwie auch doof mitten im Stream. Das kostet dich einen Ritterschnaps, ja? Mir egal. Spiel gespeichert. Ich hätte eigentlich auch einfach speichern und beenden machen können, weil dann hätte es nämlich keinen Ritterschnaps gekostet. Aber hey. Wer wäre ich, wenn ich schlau wäre? Danke fürs Zuschauen und bis später vielleicht.